Bevor wir loslegen, ein kleiner Disclaimer: Ich bin kein Dating-Coach, ich bin kein Ernährungscoach, ich bin kein Lebenscoach, ich bin kein Coach in irgendeiner Art und Weise, geschweige denn irgendein Arzt. Ich teile mit euch meine Erfahrung und mehr nicht. Also, die letzten paar Wochen bzw. Monate haben mich einige Menschen gefragt, wo mein Lebenswandel herkam in Bezug auf Sport, Ernährung, zwischenmenschliche Sachen, Mindset. Und da würde ich gerne mal ausholen und dieses Video dafür nutzen, um diejenigen Menschen hier hinzuverweisen, die diese Fragen haben oder die diese Frage öfter stellen. Ich werde mal ein bisschen ausholen. Also 2019 lebte ich noch in Berlin und hatte ein sehr bewegendes Ereignis. Mir ist dort ein Brief in den Briefkasten geflattert am Freitagabend, weil gute Briefe kommen immer freitags, damit das Wochenende kaputt ist. Was ich übrigens auch geändert habe, ich hole freitags keine Briefe mehr aus dem Briefkasten, wo gewisse Institutionen draufstehen, sondern mache das montags, damit mir mein Wochenende nicht versaut wurde. Denn in diesem Moment wurde mir mein Wochenende versaut, denn dort war eine sehr große Steuernachzahlung bzw. Forderung drin, auf die ich überhaupt gar nicht vorbereitet war, wo niemand hat Schuld außer ich, denn ich hätte mich darum kümmern können. Und so sah auch mein Leben aus, mehr oder weniger. Ich habe einen sehr, nicht brisanten Lebensstil gehabt, aber ich glaube, ich habe mich sehr ausgetobt in meiner Content-Creator-Zeit, weil das war das erste Mal, dass ich richtig Geld verdient habe. Also ich war vorher in meiner Studienzeit auch immer arbeiten, aber da musste man halt ein bisschen mehr auf Geld achten. Und in meiner Content-Creator-Zeit dachte ich mir so, ich muss darauf nicht achten, was ziemlich doof war und mich genau in diesem Moment abgeholt hat. Da stand nun also ein sehr hoher fünfstelliger Betrag drin. Ich öffnete den Brief und war völlig hin und weg und auch gar nicht darauf vorbereitet. Glücklicherweise, warum auch immer und wer auch immer mir das in die Wiege gelegt hat, ging es halt sehr schnell an Lösungssuche oder zumindest Einschränkungen, dass man den das Schlechtmöglichste abwendet und daraus das Beste macht. Ich habe mich dann kurz, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, auf die Toilette gesetzt und musste das kurz verdauen und habe mich dann an die Lösung gesetzt und war die nächsten Monate etwas mehr arbeiten, habe ein paar Sachen verkauft, die ich mir über die Jahre zugelegt habe und habe das dann in den Griff gekriegt. Aber in diesem Moment, kann ich mich noch ganz genau daran erinnern, stand ich vorm Spiegel und habe mich gefragt, sag mal, willst du eigentlich so weiterleben? Also möchtest du immer diesen, sage ich mal, Druck im Hinterkopf haben, dass da irgendwie solche Hiobsbotschaften kommen und darauf nicht vorbereitet sein? Das war der erste Punkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, warte mal kurz, irgendwas läuft hier verkehrt. Und ich habe mich dann in dem Moment hingesetzt und habe mich da mit meiner damaligen Freundin dazu entschlossen, umzuziehen. Wir haben uns dann gemeinsam eine Wohnung rausgesucht und sind quasi, ich glaube, fast ein halbes Jahr später haben wir dann diese schöne Wohnung hier gefunden und wollten hier gemeinsam hinziehen. Das hat dann nicht funktioniert aus verschiedenen Gründen und wir sind getrennte Wege gegangen, aber ich bin noch hierher gekommen, weil ich unbedingt mein Umfeld ändern wollte, weil ich war also Berlin ist wirklich eine schöne Stadt, sie hat sehr tolle Menschen dort, aber es ist für mich persönlich und meine, mein Lebensstil oder meine Einstellung zum Leben etwas zu stressig. Und ich bin dann ins Ländliche gezogen, mehr oder weniger. Ich bin dann hier nun also 2020 bin ich hier angekommen und hatte ein unglaublich tolles Umfeld. Ich habe super tolle Nachbarn. Ich habe eine unglaublich tolle Vermieterin, die für mich Vermieterin und Vermieter, die für mich wie Eltern sind und mich auch mehr oder weniger so behandeln, was ein bisschen komisch ist mit 37, aber es fühlt sich einfach mal gut an, weil ich bin die meiste Zeit in meinem Leben schon mit Eltern aufgewachsen, also mit väterlicher Erziehung, aber das war für mich immer ein bisschen schwieriger, sage ich mal. Und hier habe ich das erste Mal so ein bisschen, Wärme empfangen. Und das fand ich sehr, sehr gut und das hat in meinem Kopf sehr viel geändert und sehr bewegt. Ich hatte zum Beispiel immer so ein ganz großes Problem mit, ich nenne es mal mein innerem Monster. Das ist so ein etwas aufbrausenderer Mensch, der Worte ziemlich ungünstig wählt. Und das hat sich immer weiter so in den Hintergrund gedrängt, weil ich gemerkt habe, dass das gar nicht vonnöten ist, diese Mauern hochzuziehen oder dieser Mensch zu sein, um durchs Leben zu kommen.
Und da hat sich für mich vieles geändert, indem man einfach netter wurde zu anderen Menschen und sie mehr wertschätzt. Also zum Beispiel Quality Time mit meinen Freunden. Wenn ich Menschen sehe, habe ich größtenteils kein Telefon in der Hand, außer es ist wirklich wichtig. Ich habe mir extra eine Uhr angeschafft, um halt, naja, so runter zu gucken, ob es wichtig ist. Und habe auch gelernt, viele Sachen hinten anzustellen und andere Dinge mehr wertzuschätzen. Und so hat sich für mich so ein Sinneswandel ergeben, dass ich viel mehr mit meinen Freunden und Menschen gesprochen habe, um ja, ein anderes Mindset zu kriegen. Und dann bin ich hier nun also eingezogen und lag dann den einen Abend, als wir hier in der Wohnung waren, lag ich hier, genau hier in der Situation, stand hier mein Gästebett, weil mein Gästezimmer voll war und ich lag drüben auf der Couch. Und Stuhlsen war damals hier und Stuhlsen war so mit einer der ersten Menschen in dieser Zeit, die mir gezeigt haben, dass es Leute da draußen gibt, die dich bedingungslos mögen und nicht an dir rumknabbern und rummausern. Und ich habe den Moment sehr genossen und ich habe mich dann in diesem Moment auch gefragt, sag mal, wie geht's denn hier eigentlich weiter? Also das kann es ja jetzt nicht sein. Es ist schön, dass du umgezogen bist, dass du deinen Umfeld gewechselt hast, aber irgendwie ist das doch nicht, das kann auch noch nicht alles sein. Und als Stuhlsen dann hier das Haus verlassen hat, habe ich mir sehr viele Fragen gestellt und habe auch mal begonnen, mich selber zu hinterfragen, was hier eigentlich nun Phase ist. So habe ich mich dann oft vor den Spiegel gestellt und habe mich gefragt, ist dein Äußeres das, was du möchtest? Ist das Innere oder das, was du verkörperst, ist das, was du möchtest? Und oft habe ich mir die Fragen mit Nein beantwortet, was dann dazu führte, dass ich beispielsweise beim Simracing gemerkt habe, dass mein Körper gar nicht auf der Höhe ist, um die Menge zu fahren, die ich gerne fahren wollen würde. Also zu dem Zeitpunkt bin ich 5-mal die Woche gefahren, fast jedes Wochenende Endurance-Rennen gefahren. Also ich bin 2016 42 Wochenenden gefahren und ich habe dann auch so langsam in meinen Knien gemerkt, dass das nicht funktioniert, in meinen Arm habe ich gemerkt, dass das nicht funktioniert. Ja, dann habe ich mich halt rangesetzt und habe halt begonnen mit Sport, bin sehr viel laufen gegangen und habe das alles so geändert. Zu dem Zeitpunkt habe ich gemerkt, dass in meinem Kopf irgendwas Klick gemacht hat. Also Klick im Sinne von, dass das frühere Leben einfach gar nicht mehr so angenehm war. Beispielsweise waren alle meine Wohnungen nie wirklich aufgeräumt und ich habe immer gesagt, ich muss arbeiten, ich muss arbeiten, ich muss arbeiten und habe das immer vorgeschoben, um von anderen, Verpflichtungen mich zu distanzieren. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass ich das hier nicht machen möchte. Aufgrund der Tatsache, dass ich so ein gutes Verhältnis habe zu meinen Vermietern, war mir es irgendwie immer wichtig, die Wohnung vernünftig in Schach zu halten. Weil das ist für die beiden das so ein Lebensprojekt und ich wollte da jetzt nicht wie in anderen Wohnungen das irgendwie nicht wirklich wertschätzen. Und so kam das dann für mich, dass ich angefangen habe, meine Hütte aufzuräumen. Ich habe einen Staubsaugerroboter besorgt, ich habe mir einen Handstaubsauger geholt, habe meine Bude sauber gemacht, habe meinen Rig immer sauber gemacht und meine Wäsche ständig gewaschen. Und habe mich dann irgendwann gefragt, warte mal, können wir jetzt diese unangenehmen Dinge mit etwas Positivem verbinden? Und ich habe dann begonnen, entweder habe ich Musik gehört, also ich höre super gerne Musik, damit halt der Körper hochfährt. Habe dann begonnen, Hörbücher zu hören, um mich weiterzubilden. Eins meiner liebsten Bücher war Achtsam Morden, was mir sehr geholfen hat, zu mir selber auch zu finden, meinen inneren Frieden und meine Ruhe zu finden, die ich vorher nie hatte. Also ich habe zu Beginn meiner Selbstständigkeit, glaube ich, 70 bis 80 Stunden gearbeitet und das hat sich jahrelang durchgezogen und ich war eigentlich dauerhaft gestresst, also wirklich dauerhaft im Stress. Das war irgendwann so weit, also zumindest habe ich so die Wahrnehmung, wenn du gestresst bist, hast du halt immer eine kurze Lunte und da maulst du immer jeden an. Und das war immer so der Grund für mich, wo mein inneres Monster sozusagen rausgekommen ist. Und das habe ich irgendwann abgestellt. Also ich habe auch gelernt, mich mal auf die Couch zu legen, einfach mal abzuschalten oder mich in die Badewanne zu legen, was ich jahrelang gar nicht gemacht habe, um einfach mal runterzufahren und einfach mal alles wirken zu lassen. Und so habe ich halt begonnen, Sachen wirken zu lassen. Also beispielsweise, wenn ich mit jemandem einen Streit habe oder im Stream irgendwas getan habe, was ich persönlich komisch fand, habe ich mich hingesetzt, habe das sacken lassen und habe darüber nachgedacht. Und das hat mir wirklich so viel geholfen, dieses Buch zu hören, also Achtsam Morden, dass ich viel, viel ruhiger geworden bin, was mir unglaublich gut gefallen hat. Ich habe auch festgestellt, ich arbeite eigentlich nicht viel weniger, sondern einfach effizienter.
Und nicht mehr alles hier, da, tausend Hobbys, dies, das, Ananas, sondern wirklich, ich hab mir gesagt, okay, das möchte ich gerne machen. Und setze mich hin, denke darüber nach, ob das wirklich sinnvoll ist und schmeiße mich dann da rein. Und ich habe auch noch ganz viele Baustellen, die ich selber immer noch in Angriff nehme. Also ich mache das immer so stückweise. Ich versuche das in mein Leben zu integrieren. Also sprich Ernährung oder Sport. Und wenn sich das gesetzt hat, dann gehe ich von dort einfach weiter und suche mir dann die nächste Sache. Was ich dazu empfehlen kann, also was heißt empfehlen? Was mir geholfen hat dabei, ist die 1%-Regel. Das ist ein Buch. Den Autor habe ich gerade nicht im Kopf. Ist aber auch sehr, sehr schön, weil dir das beibringt oder dir zumindest spielerisch beibringen möchte, sagen wir mal so, wie du kleine Dinge in deinem Leben ändern kannst, also kleine Nuancen, um hinten raus ganz, ganz viel, ja, sage ich mal, Ertrag zu haben. Ich habe auch ganz, ganz viele so zwischenmenschliche Beziehungen, habe ich hinterfragt und eliminiere größtenteils Menschen, die keine schlechten Menschen sind, aber wo das Mindset einfach gar nicht so zusammenpasst oder wir haben dann ein anderes Verhältnis zueinander und nicht mehr so ein enges Verhältnis. Und das finde ich persönlich auch sehr, sehr gut, weil man möchte ja mit den Menschen in seinem Leben an einem Strang ziehen und nicht gegeneinander arbeiten. Alles in allem muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich das sehr, sehr schön, wenn man versucht zu reflektieren oder zumindest versucht, Dinge zu ändern, weil sie ja für sich und dir oder was heißt für dich selber dir inneren Frieden gibt. Und für mich ist innerer Frieden beispielsweise abends auf der Terrasse zu sitzen in der Sonne und einfach an nichts denken zu müssen. Sprich, du hast deine Sachen erledigt. Also bei mir beispielsweise, wenn wirklich mal die Spülmaschine voll sein sollte oder Wäsche nicht gewaschen ist oder ich müsste dieses Video aufnehmen, ja, dann setze ich mich hin und sage, hey, ich mach das. Aber dann habe ich nachher hinten raus, habe ich meine Ruhe und meinen Frieden. Weil ich trage das nicht die ganze Zeit mit mir rum, als ah, ich habe das nicht erledigt oder ich habe 25.000 To-Do-Listen geschrieben. Weil mich hat das immer eingeengt, To-Do-Listen zu schreiben beispielsweise. Weil das lag dann immer da rum und das sind dann immer so Dinge, die man nicht machen möchte. Ich muss aber gleich mal dazu sagen als Disclaimer, das funktioniert bei jedem anders. Also, wenn man mich jetzt fragt, wie ich das gemacht habe, heißt das noch lange nicht, dass das beispielsweise bei dir funktioniert. Also, dass Hörbücher irgendwas ausrichten oder dass gewisse Ereignisse in deinem Leben irgendwas ausrichten. Weil den Schalter muss man immer selber umlegen und der legt sich auch nur selber um. Also, deswegen sind für mich beispielsweise diese Jobs als Coaches oder diese allgemeinen Tipps, die man im Internet kriegt, immer mit Vorsicht zu genießen. Also auch dieses Video ist mit Vorsicht zu genießen, denn das solltest du dir ansehen und selber für dich reflektieren. Und so hat sich für mich bis dato, nach 1,5 Jahren, mein Leben fast um 180 Grad gedreht und jetzt sitze ich hier und kann mit sehr stolzer Brust von diesem Weg erzählen und ich hoffe, dass es dir da draußen irgendetwas gibt oder dir das vielleicht dir gedankliche Anreize gibt, Dinge zu ändern oder auch nicht, oder dein Leben irgendwie anders zu gestalten. Und ich wünsche euch allen sehr, sehr viel Spaß, sehr viel Glück auf eurem Weg und möchte mich auch bedanken auf diese Weise, dass ihr mir die letzte Zeit sehr viel Feedback gegeben habt, sehr viel auch positives Feedback gegeben habt, als auch Kritik. Das finde ich sehr, sehr schön. Habt einen wunderschönen Tag. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angeguckt habt. Vergesst nicht, schreibt eure Kommentare. Vielleicht habt ihr auch sowas in die Richtung erlebt. Das würde mich sehr freuen, das zu lesen. Ansonsten drückt das Däumchen und lasst es euch gut gehen. Bis dann. Tschüss.